Zum Beispiel auf dieser Stelle, oh, na, na, one thing I know. Ihr könnt selber euch überlegen, wie wollt ihr bestimmte Passagen singen. Ne? Oh, na, na, one thing I know. Oh, na, na, one thing I know. Oh, na, na, one thing I know. Oh, wow, er war sehr, sehr Shakira. Ihr wisst also, was ich meine. Also als Sänger will man in der Lage sein, verschiedene Formen oder Dynamiken, stilistischen Sachen anzubieten. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute schauen wir uns mal die Lena Meyer-Landrut an und wir gucken uns so ein bisschen an, wie arbeitet sie gesanglich, was benutzt sie für Gesangstechniken und was kannst du daraus lernen, was kannst du daraus mitnehmen. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe mit meinem Gesangsstudio hier in Asien, in Singapur, unterrichte nicht nur in Singapur, sondern auch online. Wir haben hier ganz tolle Gesangspakete für 13,99 € mit Powersing, Basispakettöne treffen, Mix Voice lernen und so weiter. Und wenn ihr mich und meine Schüler auf Instagram supporten wollt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, euch dort auch zu sehen. Hier sitzt der Onno, das ist Hannes und das ist Vanya. Wir spielen jetzt eine kleine Akustikversion. Dankeschön. You are blind, I know you couldn't see it. Ja, was ich auf jeden Fall schon mal erstmal echt klasse finde, ist, dass sie die anderen Leute auch hier vorstellt. Also die anderen Musiker, die mit ihr jetzt gerade diese Performance machen. Das finde ich echt gut. Also das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil hinter einem Star steckt natürlich nicht nur der Star selbst, sondern dort ist ein ganzes Team dahinter. Und das finde ich auch wichtig, dass es Anerkennung bekommt. Sonst finde ich echt klasse. Also sie hat gerade echt einen Pluspunkt. Was ich jetzt so ein bisschen heraushöre, ist, dass sie halt wirklich minimal arbeitet mit Vokalmodifizierung. Das heißt, sie will so einen bestimmten Sound kreieren und der erinnert mich so ein bisschen an die Sängerin Aurora. Das hat halt so was ganz Richtung Keltisches, dieser keltische Sound, dieser Richtung nordische Sound, wo diese Vokale ganz anders betont werden oder die Endungen ganz anders ausgesungen werden. Also auch alles sehr minimal. Es findet hier alles sehr klein statt. Also es ist halt nicht wie Musical Theater, wo alles sehr groß ist. Die Vokale werden sehr groß ausgesungen, sondern es findet hier alles sehr minimal statt. Beispielsweise jetzt. Sie hat auch eine sehr hohe Stimme, also ich glaube, wir sind hier schon im Sopranbereich oder Mezzosopran. Also ich glaube schon, der Stimmansatz bei ihr ist auf jeden Fall auch sehr höher. Und es ist natürlich einfacher für sie, diesen Sound, den sie sich wünscht, zu kreieren. You tried to open up, but you were scared to lose what we had. Lose what we have. Also da war so ein ganz kleines Riff, das sie gemacht hat. Lose what we have. Das ist wirklich super schnell gewesen. Und das erinnert mich halt eben an diesen Aurora-Sound, an diesen eher kind of nordisch-keltischen und was man das jetzt irgendwie, ne? Auch, dass sie das Lose what we have. Wenn ihr so ein bisschen wisst, was ich meine, sie könnte ja auch singen Lose what we have. Und da hast du einen viel anderen, poppigeren Sound. What we had, why did I tell you things that I didn't believe it? Also das heißt, ihr seht, dass sie da ganz anders arbeitet, ne? Silben und Konsonanten und Vokale, also diese Betonung, die sie da legt, ne? Und auch diesen kleinen Flip am Ende, den sie da macht, hört man mal ganz genau rein. Also zum Ende der Phrase macht sie halt eben diesen Flip. Und das ist gehaucht jetzt. Oder vielleicht fast sogar schon Jodel, also ist ganz, also ganz sachte, ne? Nicht diesen rapiden Jodel, den wir jetzt kennen aus dem deutschen Volk oder auch den Jodel, den man hat, wenn man in ein anderes Register flippt. Das kann ja auch sehr rapide sein und ungewollt, aber manchmal kann das eben auch gewollt sein. Das ist jetzt hier so ein Akzent, den sie da jetzt mit reinsetzt. This light I created to keep you on my side. Keeping it inside of me is in. Don't lie to me. Don't you do. Now one thing I know, we won't lie around here no more.
Tschüss. Das ist auch ein bisschen fast, da sind so, hat man ganz leicht gehört, dass die Luft da durch die Nase gehen wollte, dass es so ein bisschen nasal hier war an dem Partner. Aber auf jeden Fall ist sie schon dynamisch anders unterwegs, als was ich jetzt vor von 15 Jahren oder so gehört habe mit dem Satellite. Das war das letzte Mal, dass ich was von Lena Meyer-Landrut gehört habe. Auf jeden Fall ist es jetzt hier ganz anders dynamisch aufgebaut. Ne? Also sie hat so ein paar Sachen, die sie da eher luftig aussingt. Dann macht sie diesen Akzent, diesen Jodel oder diese andere Betonung von den Silben. Und dann hier hört man es, dass es auch schon wieder im Chorus ein bisschen ein paar Sachen nasaler sind. So wie ich das jetzt gerade rausgesungen habe. Lass mal nochmal ein bisschen reinschauen. Es ist wirklich echt minimal effort, ne? Und das ist auch gerade ganz beliebt, so ein Pop jetzt, dass man eben nicht so, ja, dass man die Vokale halt nicht so überbetont. Ich sage auch manchmal Sia-Sound dazu, das erinnert mich ganz stark an Sia. Im Englischen sagt man dazu Glottal, abrupt Glottals, weil sie so ein bisschen, da sind einige Silben nicht richtig ausgesungen, einige Vokale total aus Ds, aus Ts werden Ds. Und zum Beispiel ich übertreibe jetzt total, ne? Aber ich will es euch so ein bisschen veranschaulichen, deswegen übertreibe ich es jetzt. Und sie macht natürlich, also die Sia selber macht ja ganz viel Cracks, wenn sie dann halt singen. Sie singt halt nicht 1, 2, 3 drinks. Und das macht jetzt Lena auch halt in dieser einen Passage, dass das da bis sehr stark gehört. Oh, der Sound. We weren't honest and now we both bleeding. Hey, let's leave the lights in the past so we never do it again. Why did I tell you things that I didn't believe in? I lied, tried to protect you by hiding my feelings. We got tied up in this light. I didn't believe it. Ja, also sie weiß schon ganz genau, wie sie welche Akzent, gesanglichen Akzente oder gesangliche Farben, sagt man auch, oder Qualities, dass sie weiß schon ganz genau, wie man die einsetzen kann. Believe it. Ja, ob sie jetzt dabei vielleicht ein bisschen mehr Druck gibt, da das ein bisschen heller aussingt, da vielleicht eben im Kehlkopf höher zieht, um eine andere Nuance zu kreieren. Believe it. Ja, ist ein bisschen übertrieben, jetzt auch gerade nachgemacht, ne? So eine Art von Dynamik und so ein Facettenspiel, das ist etwas, was der Künstler eigentlich natürlich kreiert. Natürlich kann man das auch anlernen zu einem bestimmten Grad, aber dieses Beispiel wie Shakira, diesen Vibrato, den Shakira hat, das ist etwas wirklich ganz Natürliches. Das ist auch ihr Markenzeichen geworden. Ja, also, wir machen jetzt mal nur bis hier. Zum Beispiel auf dieser Stelle, Una, now one thing I know. Ihr könnt selber euch überlegen, wie wollt ihr bestimmte Passagen singen. Ne? Una, now one thing I know. Una, now one thing I know. Una, now one thing I know. Oh, wow, das war sehr, sehr Shakira. Ihr wisst also, was ich meine. Also als Sänger will man in der Lage sein, verschiedene Formen oder Dynamiken, stilistischen Sachen anzubieten. Also ihr seht, wie sich der Sound verändern kann, wenn man einfach nur eine andere Wahl hat als Sänger. Und deswegen ist Gesangsunterricht so gut und deswegen ist dieses Arbeiten mit seiner Stimme auch so interessant, ne? Weil man dann einfach viel mehr Auswahl hat, sage ich jetzt mal so. Meine Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut mal rein auf meiner Website, wenn ihr selber Lust auf eine Gesangsanalyse habt oder Gesangspakete. Dann schaut mal bei tanjalevyvocalstudio.com rein. Daumen hoch, lasst mir noch in den Kommentaren da, was ihr gerne als nächstes hören möchtet. Und ich freue mich, wenn ihr jetzt weiterschaut. Ich habe nämlich so viele tolle Videos zum Thema Gesangstipps, Singen lernen, Gesangstutorials, Reaktionsvideos, Gesangsanalysen, und bleibt doch weiter auf meinem Kanal und schaut doch mal so ein bisschen rein. Liebe Grüße aus Singapur. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Ich hoffe, jetzt sind mir nicht irgendwie meine ganzen Lashes abgefallen, weil das Video muss man schon mal, ne? Es ist ja auch YouTube. Da muss man schon mal gucken, dass man nicht aussieht wie ein Hannes.